Hallihallo und herzliches Willkommen hier in Ellerbach bei den Farmworkers. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefällt, dann lasst uns doch gleich mal jetzt ein Däumchen da. Und ja, schön, dass ihr uns besucht auf unserer Ellerbach-Karte. Und wir hatten ja in der letzten Folge mit dem Rainer Mund so ein bisschen, ja, ein paar vertrauliche Sachen, will ich mal sagen, ne, Rainer, besprochen. Und da starten wir jetzt wieder rein. Und genau, unser RP geht los. Ja, Rainer, also wie gesagt, ne, also definitiv würde ich auf alle Fälle erstmal, ne, Mund halten darüber. Das ist ja ein gutes. Das ist ja geil. Das kam jetzt aber. Der war nicht geplant, ne? Also der war ja definitiv nicht geplant. Aber sollte sagen, der war richtig gut. Ist das geil? Ja, okay, gut. Ja. Geil. Ja, pass auf, Folgendes ist, dann halt bloß ein Sabbel wegen der Kohle, ne? Ja. Das darf keiner wissen, das weiß kein Mensch, außer du, ich sag es dir. Ich, wenn ich jetzt nette Fresse halte, ne, dann wäre ja schön blöd, oder? Ja. Also das wird, geht ja gar nicht. Was will er denn hier? Wer denn? Was ist denn mit dem? Nee. Nee, sag nicht, ich bin über Rot gefahren oder so. Weil in Ellerbach gibt es so viele Ampeln. Kannst du bloß den Mund halten. Ja. Vor allem so provokant stellt er sich hier hin. Nee. Na und jetzt? Kloppe ich auf meine Haube hier. Was ist denn jetzt? Ein Herzinfarkt oder wie ist denn das jetzt? Ja, so eine epileptische Anfälle, vielleicht liegt er da ja gleich. Dann wollen wir mal kurz hingucken. Herr Friedrich? Ja, Tag, Herr Grünbaum. Achso, hallo. Ich hab schon gedacht, Sie haben einen Schlaganfall. Nein, hab ich nicht. Ist Ihr Auto kaputt? Nein. Alles in Ordnung, aber... Aber keine freien Parkplätze mehr. Ah, ich verstehe schon. Zu großes Auto. Ich habe eine Frage an ihn. An wem? An wen? An Herrn Grünbaum. Ich weiß nicht, ob Herr Rainer Mund dabei sein sollte oder ob wir eben ein Stück weiter... Nee, der Mund, der darf dabei bleiben. Also wir haben eigentlich keine Geheimnisse voneinander. Okay. Wie sind Sie im Verhältnis mit Ihrem Bruder? Du hast einen Bruder? Mit meinem Cousin, meint sie bestimmt. Ja, mit Ihrem Cousin. In keinem Guten. Warum? Warum wurde er, hat er bei Ihnen denn angerufen? Letztens. Was? Wird er abgehört? Krass. Woher wissen Sie denn das? Das sage ich Ihnen nicht. Datenschutz. Okay. Ich muss in jeder Richtung ermitteln. Ich ermittle auch gegen andere Leute noch. Okay, der hat... Wann hat er mich angerufen, wo ich ihn dann abgewimmelt habe, sofort gleich wieder? Das war, glaube ich, vor 3 Tagen oder wann? Ja, das haut hin. Das war spät abends. So kurz nach 10. Wo der bei mir angerufen hat? Ja. Da haben sie falsch ermittelt. Das war um die Mittagszeit rum, wo ich auf dem Feld war und sowieso keine Zeit hatte. Und ihn dann halt im Endeffekt gleich abgewimmelt. Dann hat er sie versucht, so spät noch zu erreichen wieder. Das kann gut möglich sein. Verbindungsdaten. Das könnte gut möglich sein. Ich habe aber diesen Anruf nicht mehr angenommen, weil, wie gesagt, ich habe mit dem kein Verhältnis, überhaupt keins mehr und will auch keins mehr haben mit ihm. Ja, dann sagen Sie mir mal, wie kommt ein Zettel bei den Sachen mit bei den Fässern? Ja. LP Grünbaum. Da ja mein Cousin auch Grünbaum heißt, wahrscheinlich durch ihn, oder? Also ich weiß nichts von irgendwelchen Zetteln und weiß auch nicht, was hier sonst irgendwie sein soll, weil gegen mich ermittelt werden würde oder so. Keine Ahnung. Was denn für ein Zettel? Ja, was ja, stand da drauf? Da waren mehrere Zettel. Und was für ein Fass? LB, Grünbaum. Was stand da drauf? Ich kann Ihnen auch sagen, es war nicht nur das eine Feld, auf Feld 16 waren auch Fässer verbuddelt. Das meint mein, hallo, das ist mein Grund und Boden. Ja, da sind aber auch Fässer verbuddelt worden. Wussten Sie da was von? Nee. Sicher? Ja, ganz sicher. Ich komme dahinter. Was? Ich komme dahinter. Ja, aber der Rainer heißt ja nicht Grünbaum, das ist ja schon mal Fakt. So. Aber das ist ja mein Grund und Boden, das macht mich ja viel, viel, viel dutziger, warum dann bei mir auf meinem Grund und Boden? Ja, weil dann müssen die Fässer ja schon länger da liegen. Weil die aber eng befreundet sind. Wer?
Achso. Sie und Herr Grünbaum. Aber die letzten 15 Jahre hatten wir keinen Kontakt, ne? Das muss man eben dazu sagen. Sehr wenig, ja, genau. Wir nähern uns jetzt hier gerade erst wieder ein bisschen an. Ja, Rainer, ich hab sie Rainer, beide im Auge. Rainer, ich wusste es. Ich sag Ihnen das nur. Ja. Also, nochmal, was haben Sie im Auge? Sie haben eine Fliege im Auge? Von den Feld 16 gar nichts. Was haben Sie im Auge? Eine Fliege? Nein. Also ich weiß. Beide im Auge. Also wir wissen. Bitte. Wir, also, Hände runter, Hose hoch oder wie? Nein. Achso. Ich mache da auch keine Witze drüber. Nee. Also passen Sie auf, Herr Friedrich. Das ist eine ernste Angelegenheit. Es ist so. Die Helfgang-Geld haben wir schon durchgeguckt. Was der vergessen? Das ist schon alles. Was denn für Geld? Nicht von was original, denn? Also alles Falschgeld. Aber von was redet er denn? Ich verstehe es gar nicht. Also ich Herr auch Friedrich, nicht. Ich von den Fässern. Was denn für Fässer? Was denn für Fässer? Sie haben doch nichts von Fässern erzählt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, von was Sie sprechen. Also wirklich jetzt nicht. Landhandel, da sind sie. Die Fässer. Ja. Ja. Naja. Aber wir sind denn nicht Mitarbeiter beim Landhandel? Ich wollte gerade sagen, nein, wir sind ja nicht. Aber Landhandel. Da waren auch Ihre Zettel mit bei. Deswegen. Da war der Zettel dabei, wo. Also meine PS, wo dann drauf stand PS. Und immer den Namen Grünbaum. Also meine Zettel sind das ja schon mal nett. Ja, da können Sie ja ganz einfach machen. Machen Sie doch eine Schriftprobe von. Richtig, von, genau. Mach ich sofort mit, ja, weil. Das werde ich auch noch machen, aber das werde ich über Gericht beantragen lassen. Ja, gut, okay. Aber er will es ja freiwillig machen. Also, ich mach das freiwillig. Wird ja schneller gehen, ne? Ja. Wird ja schneller gehen, also braucht man ja nicht erst so warten, bis Gericht sagt, ja, hallo, ja, bitte, komm. Okay, Holen Sie mal einen Kuli raus, ich hab noch einen Block im Auto. Einen Moment. Ja. Moment, ich glaube, ich habe mich gerade verwirrt. Hier ist Brand am Apparat. Oh, Herr Brand, grüße. Ja, da haben Sie sich wahrscheinlich wirklich verwählt. Wen wollen Sie denn? Ja, eigentlich wollte ich nach den Rainer Mund, aber also ist der gut, steht, dass ich Sie auch dran habe. Ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Felder fertig sind. Oh, das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wissen Sie, was es kostet? Kann ich Ihnen leider absolut gar nicht sagen. Ja gut, dann warte ich, bis der Herr Goldberg wieder da ist. Genau. Schreiben Sie es aber bitte auf, weil ich manchmal merke ich mir sowas nicht. Nee, notiert haben wir ja alle. Ne? Wir müssen das ja auch notieren für, genau. Für den Chef. Wollen Sie in Herrn Mund eventuell sprechen, weil der steht gerade neben mir jetzt hier. Das wäre super. Wenn Sie einen kurz rüberreichen, das wäre super. Kann ich auf laut machen? Ist es irgendwas, was keiner hören soll? Oder? Nee, ist alles gut. Okay, ich mach mal auf laut. Ja, hört mit. Hallo? Guten Tag, Herr Mund. Hier ist Hallo. Der Mund. Hallo. Brand, nicht Sepp. Brand. Achso, Brand. Stefan Brand. Ach, hier, da. Der Kuhbauer, der nicht die Kühe reingekriegt hat. Genau der. Aha, sag an, was gibt's? Ein Kollege hat ihr Feld überprüft, wo die Zuckerrüben rauf sollen, später, nicht jetzt. Die müssen auch gekalkt werden. Kriegen wir die Erlaubnis, dass wir das auch noch dürfen? Nee, kalken nicht. Nee. Nein, nee. Nee, da, also ich hab gekalkt das letzte Mal für 50.000 Euro. Nee, kalk nicht, fahren Sie da Scheiße drauf oder so, aber nicht kalken. Ah, ist das geil. Nee, okay, weiß ich Bescheid. Aber wenn Sie noch irgendwas haben oder so, und ich sollte noch nicht wieder auf dem Hof sein, dann können Sie auch jederzeit den Thorsten anrufen. Ach, den Marci. Ja, das ist von irgendeiner rumgerannt. Ja. Genau, das ist mein Angestellter, der läuft da jetzt ein bisschen mit rum. Ah, okay. Ja, der weiß Bescheid. Du hast einen angestellt? Der wollte schon sagen, dass du die Dings klaust, die Mehlwerke. Warte mal, wem gehört denn eigentlich die Whiskyfabrik hier? Mio. Warum nicht denn da so viel Müll und Bauschutt im Wald annehmen? Das wird gerade von der Polizei geklärt, nicht meine. Ja, die Polizei macht den Müll dahin, na, das sind ja. Ja, ne, das ist Ellerbacher Polizei, da müssen sie sich dran gewöhnen, Herr Brand. Aber da mussten wir uns auch dran gewöhnen, vor 15 Jahren, wie wir hergekommen sind. Okay, dann. Alles klar, Herr Brand. Ja. Dankeschön, ne? Gut schaffen, ciao. Ja, tschüss. Ciao. So, dann machen wir mal eben die Schriftprobe, kommen Sie mal eben mit. Brauchen Sie noch einen Block? Ich habe noch einen im Auto. Nein. Ich hätte gerne einen Stift von Fischerpreis. Schriftprobe, bitte. Was? Wo denn? Eine Schriftprobe. Hier drauf oder was? Aber
Muss ich das Kleingedruckte erst lesen, Herr Friedrich, oder wie ist denn das? Können Sie auch gerne lesen. Da ist Kleingedrucktes drauf. Warte, ich guck auch lieber mit drauf. Ja, schauen Sie ruhig. Guck mal, ich was steht hier? Übertrage meine Seele an die Polizei Erlerbach. So, das nee, steht komm. Da mit Sicherheit nicht drauf. So. Bleiben Sie mal lieber etwas ernst, Herr Grünbaum. So, bitteschön. Ja, ich habe keine Angst. Wissen Sie warum? Weil ich es nicht geschrieben habe, ganz einfach. Das ist ja klar. Ja, aber trotzdem, das ist eine ernste Angelegenheit. Sollte ich mir einen Anwalt suchen, oder? Das können Sie sich aussuchen. Bis jetzt ermittle ich gegen mehrere Leute. Also ich bin sozusagen Beschuldigter. Oder bin ich zurzeit noch Zeuge? Direkt noch nicht. Aber so indirekt. Aber weil Ihr Name mit drin steht. Also mit dem ganzen Zettel Grünbaum. Und ich weiß auch, dass Ihr Cousin oder Schwager, Cousin, der ist nicht mehr in Haft, der ist als Freigänger und der ist leider nicht wieder zurückgegangen. Der wird auch jetzt gesucht. Also wenn Sie irgendwie was wissen, okay, wo er sich gerade aufhält. Das ist krass. Ausgebrochen? Ist er ausgebrochen oder sagen ist er? Also wenn ich wüsste, wo der ist, würde ich ihn sofort sagen. Ich würde ihn den sogar liefern per Handschelle. Ja, Handschellen habe ich genug im Auto. Weil ich will mit meinem Cousin nicht mehr viel zu tun haben. Also, guten Tag, guten Weg und das war's. Weil das, was ich mir hier 15 Jahre aufgebaut habe und eigentlich auch die gute Freundschaft und gute Nachbarschaft mit Rainer, die werde ich definitiv von diesem Hampelmann nicht kaputt machen lassen. Ist in Ordnung, Herr Grünbaum. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich haben Sie eigentlich noch ein paar Unterschriften haben von den anderen Leuten, um das nachzugucken. Alles klar. Entschuldigung, aber Sie haben... gehen wenig raus jetzt in letzter Zeit, oder? So. Was? Guck da in den. Achso, nee, da bist ja du. Nee, da ist ja der Friseur. Also Rainer, irgendwie ein bisschen zu viel Whisky getrunken. Ja, ich wollte gerade. Nee, hör auf. Nachher muss ich noch Führerschein zeigen. Wenn wir getrunken haben, dürfen sie aber kein Auto mehr fahren. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Also da lege ich die Hand ins Feuer. Rainer würde, glaube ich, niemals so einen Mist machen. Der hat selber Kinder und ich glaube, da wäre es nicht so, dass er das machen würde. In Ordnung. Ja, ja. Dann wünsche ich Ihnen noch mal einen arbeitsreichen Tag und ich mache mich dann mal jetzt auf den Weg. Alles klar. Wenn Sie was hören, rufen Sie eben an. Ja, selbstverständlich. Sofort, natürlich. Nach Nebelaktion, immer. In Ordnung. Ja. Tschüss. Tschüss. So. Lass uns erstmal wegfahren. Ja. Ist aber ja schon ein bisschen merkwürdig jetzt, ne? Das ist ziemlich krass, was jetzt hier gerade so abgeht, ja. Ja. Ja, ja. Na gut, okay. Gut, aber jetzt. Quatsch mal später nochmal. Und dann. Ja, ja. Hast du jetzt deine Schriftprobe da gemacht? Ja, ne. Oh, dein Telefon klingelt. Ja, Grünbaum. Hallo? 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 Martin! Hi. Alles klar? Wie schön, deine Stimme zu hören. Oh. Ja. Was geht denn ab? Darf ich mal eine Sekunde OOC haben? Ja, nee. LU? Vollernter Mieten? Nein, ne? LU, ja. Ach, LU, ja. 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 Achso, okay. Alles klar. Dann schönen Tag noch. Jo. Gleichfalls. Also ihr Lieben da draußen, ne? Manchmal muss es einfach OOC sein, es ist einfach so. Ne? Es ist ein Spiel, es ist Spaß und fertig. Genau, so ist es. So, jetzt wieder zurück in der Rolle. Okay, und wir sind im RP. Okay, Rainer. Jetzt sag mir mal bitte, woher der weiß, dass auf Feld 16 Fässer sind. Vor allem auf Feld 16, das ist ja eigentlich dein Dings. Aber von den anderen Feldern hat er nichts gesagt, ne? 90 und 62. Also nee. Wir müssen hier extrem vorsichtig sein. Extrem vorsichtig sein jetzt. Ja, ich glaube, der hat uns auf dem Kicker. Na, hat er ja gesagt, er hat uns im Auge. Im Auge. Da hat er eine Fliege. Aber auch ein bisschen angefressen, dass wir das nicht ganz so ernst genommen haben, oder? Ja. Hat er. Kann ihn nicht ernst nehmen, tut mir leid. Nee, aber wir sollen ja ernst bleiben, hat er gesagt. Sonst kommt Spaß. Weil mein Cousin ist eine Lachnummer und fertig. Das ist ja. Ja. Weißt du? Ja, also jetzt mal ganz im Ernst, aber da muss doch. Das muss ja nach draußen gedrängt sein, aber wer. Du warst nirgendwo los und hast irgendwas erzählt? Ganz bestimmt nicht. Weil du würdest mir ja selber ins Knie schießen.
Ja, weil das rote Fass, das, was ich hier gefunden habe mit die 10 Mille, ist ja, Hallo? Aber, Rainer, ich weiß vielleicht, aber da kann er trotzdem nicht drauf gekommen sein mit meinem Telefonat. Ich weiß, dass der Landhandel rote Fässer abgeholt hat, wo die gesagt haben, da ist keine Flüssigkeit drin. Der hat mich nämlich auch schon so komisch von der Seite voll gelabert mit hier, pass auf, erzähl mir, wenn du irgendwo drinne hängst, ne, und bla bla bla. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Dass sie das daher irgendwie wissen. Ja, aber das ist ja kurios. Woher wollen die denn wissen, dass auf jeden fast ein Zettel drauf war? Vielleicht ist er ja doch so ein Superpolizist, man weiß ja nie. Überflieger oder was? Hm. Er hat ein Auto aus Steinzeit und ist der Hecht in der Suppe, da oder musst wie? Du bestimmt noch ein Scheit Holz reinlegen in das Auto. Ja, vielleicht kubelt der auch noch für die Sirene, weißt du? Okay, na gut, dann würde ich aber sagen, dass wir mal ein bisschen so unsere Wege erstmal gehen. Ja, nicht. Wir treffen uns jetzt erstmal nicht mehr. Nicht mehr ganz so sehr, ne? Du hast so viel Dreck am Stecken, Junge. Ja, alles klar. Ganz bestimmt. Nee. Du vor allem. Na gut, okay, nee, Rainer, dann gut. Machen wir das so. Aber ja, pass auf mit dem scheiß Kohlen, ne? Also ich hab keine Kohlen, ich heiz mit Holz. Ja, okay, alles klar. Verstehst mich. Ja, ja, sicher versteh ich dich doch. Gut. Wünsche ich dir was, ne? Ja, ich dir dasselbe. Jo. So, gut, ihr Lieben. Also das ist natürlich... natürlich schon ein bisschen krass jetzt. Woher weiß der Herr Friedrich? Dass ich mit meinem Cousin telefoniert habe. Das ist schon ziemlich krass. Na gut, das ist... ist das geil! Ach, du Scheiße. Rainer Mund? Rainer, geht's dir gut? Ja, aber du brauchst nicht mehr anrufen. Ja, stimmt, ich seh's gerade. Ja, ein bisschen, ein kleines Schleudertrauma. Das ist krass, das sah aus. Geht's dir wirklich gut? Ja, mir geht's schon gut. Aber wir müssen jetzt die Polizei rufen. Oh nee. Ja. Oh nee. Aber ich sag, das war ein Wildunfall, da war ein Igel. Ja, aber ihr Lieben, wie das ausgeht, die ganze Geschichte, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn ihr jeden Tag neuen Content wollt und das kostenfrei, dann drückt unten einfach mal den Abo-Button. Aber nicht nur bei mir, sondern auch bei dem Rainer. Followt mal in Twitch, das wäre natürlich auch ganz cool. Ja, steht alles in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao.